Und Moderatorin Alex Bechtel konnten den Startschuss für den Run ins Kleiderparadies kaum erwarten. Wir stürzen uns drauf und dann reiße ich erstmal den beiden an den Haaren, sagt das alles meins. Wer also? InStyle hatte zum Shooting geladen, etwas anders als sonst. Die prominenten Damen sollten aus den neuen Kollektionen der Top-Designer ihr Herbstoutfit erkämpfen. Die Qual der Wahl von H&M bis Chanel, die Marken von 50 bis 12.000 Mark, die Preise der Einzelteile. Und so kämpft Blümchen auch gleich um Stiefel und verliert. Alles in allem ein riesiges Gewühl, Stimmung wie beim Schlussverkauf. Wenn man die ganzen Sachen sieht, man weiß halt, man kann nicht, eigentlich würde ich alles anprobieren, aber ich glaube, da wäre ich morgen noch nicht fertig. Stars setzen Trends. Blümchen probiert noch Accessoires, während Rea in den seltsamsten Kleidergrößen steckt. Normales An- und Ausprobieren, unbeobachtet von Fans. Für die prominenten Mädels sonst nicht so einfach. Nach Stunden im Modeschlaraffenland wurde glücklich und erschöpft mit Shampoos angestoßen. Es war ein Paradies. Also ich meine, so viele verschiedene Teile, vor allen Dingen von so vielen verschiedenen Labels auf einem Haufen zu haben, wann hat man das mal? Also es ist wirklich, wir haben uns ja auch richtig gekloppt, ne? Aber Alex war die Schlimmste. Alex Bechtel, das muss ich jetzt mal so sagen, ne? Die kämpft mit allen Mitteln, um an ihre Klamotten ranzukommen. Ich habe, dass ich kein blaues Auge habe, ist schon alles, ne? Doch auch Alex hat es schließlich geschafft, präsentiert ihre Lieblingsjacke mit Hut von Balmain, wert 10.000 Mark. Blümchen hat sich für Glitzertop und Hose von Armani entschieden, 9.000 Mark. Ebenfalls von Armani das Traumglitzerkleid von Rea Harder, wert 10.000 Mark. Nova Meyer-Henrich ist bescheidener. Sie wählt einen Regenmantel von D&G für 400 Mark. Traurig nur, dass die Mädels nach dem Shooting alles wieder abgeben mussten.